Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zum nächsten Part von Metal Dead. Und zwar, ich schau mal kurz nochmal nach, was wir soweit brauchen und schöne. Und zwar, wir gehen jetzt erstmal wieder zum Kioskstand, können wir auch die Tür öffnen hier. Er verfolgt mich mit seinen Augen. Na gut, lieber nicht, lassen wir auch lieber zu. Wir gehen jetzt nämlich wieder zur Lobby. Und zwar, mal gucken, was der Zeitungsstand und soweit gibt für unser paar Dollar, die wir jetzt haben. Aber er war schon ziemlich teuer. Vielleicht hätten wir weniger mitnehmen sollen, aber egal. Und zwar, wo habe ich denn die Lobby? Ach, da habe ich ja die Lobby. Sag mal, ist Kenny immer noch dabei? Das geht ja wohl gar nicht. Wie kann er nur? Ist ja grauenhaft. So, und zwar, mal gucken, was hat er denn soweit dabei für uns? So, Bier mal gespannt. Ein Bier gespannt. So. Ach, jetzt kriege ich eine schöne DVD hier erstmal. So, die DVD wollen nämlich soweit die Hippies oben haben. Dazu kommen wir aber gleich noch. Und zwar, ich muss einmal gucken. Ne? Der Titel ist Extra Happy Panic. Hammer geiler Film. Habe ich schon tausendmal gesehen. Also richtig guter Stoff, ne? Gott, das können sich ja bloß die anschauen, die da oben sitzen in the Meeting Room. Ich find's ja grauenhaft. So, I'm walking aber to the wieder. Ach, scheiß Englisch. I'm walking to the. Wo wollte ich denn hin jetzt? Meeting Room wollte ich doch. Mensch du. Vergesse ich schon, was ich machen wollte. Ich helfe dir nicht hoch, du brauchst dich gar nicht. Die Hand gar nicht da hochnehmen. Ich helfe dir trotzdem nicht hoch. Und ich hoffe mal, wir hoffen mal auf jeden Fall, dass die da nicht irgendwann mal durchbrechen, weil da ist der Dead Inside. Und das wäre leicht scheiße, muss ich sagen, wenn das passieren würde. Und dann wären wir richtig in die, richtig tief in die Scheißnudel drin gegriffen, sozusagen. Hey, ich habe eure DVD dabei. Hier. Warum wird so eine DVD im Krankenhaus verkauft? Ah ne, wir sind ja nicht in dem Krankenhaus, wir sind ja in so einer, wo Arzneimittel und so was hergestellt werden. Was ehrlich jetzt? Extra Happy Panic! Super Force! Go! Epileptische Anfälle. Epileptische Anfälle. Ach du Scheiße. Ja, wenn die kleinen Kinder sind jetzt, die kleinen verstoten Kinder jetzt auch schlafen können dabei, ist ja wunderbar. Ist der Plan ja aufgegangen. So, und dann werden wir auch jetzt mal weitergehen. Oder brauchen wir noch irgendwas? Ich schau mal kurz nach. Was brauche ich denn soweit hier? Habe ich den schon mitgenommen hier? Nee, da muss irgendwas anderes sein noch. Nämlich gerade. Ach, das brauche ich da. Das soll eine kaputte Bon, soll das sein. Da haben wir jetzt die Pfeife rausgeholt. In Bon sind Pfeifen drin? Unlogisch, aber gut. Damit brauche ich mich auch nicht so weit auseinandersetzen, weil ich
mich damit gar nicht auskenne. Aber hier mal wieder hoch. Ich bin ja so eine Art Pflanzenbändiger und kann mit dieser Pfeife jetzt bestimmt der guten alten Pflanze jetzt was vorspielen. Von Pipi Langstrumpf bis Weihnachten, ne? Und auf den Kopf geschlagen. Warum drückt denn das Falsche immer? Was ist jetzt? End? Ich weiß, ich bin falsch abgebogen. Tut mir leid. Ich wollte ja auch gar nicht. Hab ich vertippt nur. Die Knöpfe sind viel zu klein für meine Wurstfinger hier. Achso. Knipp. Drück den Knopf. Drück den Knopf. Boah, hier ein bisschen auf Sortation machen, glaube ich. Sortation, Sortation. In the Barry Bedroom. Aha. So. Und zwar, was müssen wir denn jetzt so schön machen hier? Fleischfressende Pflanzen haben wir hier noch. Ich habe eine gute Idee. Und zwar, wir nehmen jetzt erstmal das hier. Komm schon. Put. Ja, fein macht das. Ja, hat du fein gemacht. So, jetzt gehen wir hier einmal vorbei, nämlich. Wir schleichen uns vorbei sozusagen. Lass mal die Pfeife hier raus. So. Und zwar, mal gucken, ob ihr was vortrillen könnt hier. Nicht? Ganz schlecht. Gut, Idee wieder verworfen. So, und zwar, was hat er sich hier aufgeschrieben hier? Bla 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 bla. Ich habe bloß Krickel, Krackel und Krickel, Kruckel aufgeschrieben. Öffnen Sie das. Aha, kommen hier, klar. Aha. Ja, ist wohl schon Ewigkeiten her, wo ich das gespielt habe. Ja, das Spiel ist ja auch schon von 2010, aber lapidar. Dass davon nämlich noch kein deutsches Let's Play gibt, wie ich das soweit gesehen habe, werde ich das natürlich übernehmen oder bin dabei, das zu übernehmen. So. Leider bin ich einer, der mit Point-and-Click Adventures, wie ihr ja schon wisst, nicht viel anfangen kann, leider. Ja. Tut mir very sorry, aber manchmal ist das leider so problematisch. Gucken mal. Finden Sie das Kleber nochmal auf der. Unlogisch. So. Aha. So. So, wir gehen mal da lang. Gucken, ob wir hier das Rohr jetzt heil machen können mit. Ich bin ja handwerklich begabt. Hörst du mal, wer da hämmert und so. Hat er alle Folgen geguckt. Nachdem bin ich ein richtiger Heimwerker geworden. Ne? So, jetzt soll das generell funktionieren. Hoffen wir. Können wir auch hier mal drauf drücken jetzt? So. Na? Tut mir leid, aber es muss sein. Nicht so funktioniert wie geplant, oder? Warte, so, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Aha. Das Ding nennt sich Barster. Ah. Okay. Da muss ich mir aber erst noch mal was zu essen holen, ja. So.
Ich glaube, die Folge heute wird ein bisschen länger. Bei den Point-and-Click-Adventures, da möchte man natürlich auch soweit immer was zeigen, ne? Nur leider kommt man nur mit wenigen Schritten immer vorwärts. Und das ist das Problem dabei. Deshalb werde ich die heute mal, denke ich mal, ein bisschen länger gestalten, ne? Da muss ich gleich wieder aufstoßen. Ist ja Wahnsinn. So, jetzt kriegt hier Flip Fidel, kriegt jetzt erstmal hier Dünger von mir. Ja. Ja, feiner Pfeffer. Ja, bitte ein feiner Hund. Ja, bitte feine fleischfressende Pflanze. Hat du fein gemacht. Ja, bitte ein feiner. Oh ja, bitte feiner. ja. So, und zwar, die haben wir jetzt erstmal soweit gedüngert. Schauen wir noch mal kurz nach, ob wir auch was ihr entsaugen können. That's not a turkey. Was meint er? My face off. Train closed, hä? Aha. Warte mal, das haben wir gleich. Ich probiere das einfach nochmal aus. Da ich jetzt nämlich nicht mehr frisst so weit, glaube ich, funktioniert das Ganze nicht. Deshalb werde ich mir mal hier nochmal ein bisschen was mitnehmen zu essen. So. So, Fifi, dann kriegst du hier nochmal ein Leckerli von mir, wa? Dann hältst du erstmal die Schnauze. Warum geht denn das nicht? Ach, hier vorne. Ah. Wir klauen uns mal davon eine Pinzette. Ey, bist du wohl nicht ganz dicht oder was? Würde mir die Hand beißen, oh, meine Güte. So. Also mich Gift, was wir da gesaugt haben. Und das werden wir jetzt erstmal reinmachen. Dann machen wir schön die Sprengstelleanlage da. Sprache gerade. Tot. Und zwar, jetzt haben wir erstmal nämlich das soweit gemacht. Schön das Gift erstmal reingemacht. Und jetzt, wenn wir ein bisschen, ja, kein Wasser. Sondern hier richtig schön erstmal das Gift versprühen. Wow. Das Zeug muss wohl richtig brennen. Ach du liebe Scheiße, das Zeug muss wohl richtig brennen. Okay. Richtig geil. Richtig geil. Gefällt mir. So. So, mal gucken, mal wieder ein bisschen on the walking machen hier. Ja, dann können wir ja gleich mal in die nächste Tür schauen, was da so was Schönes drin ist. Und es ist stockduster. Wow. Moorrüben. Oder was ist das? Ja, Moorrüben, ne? Schön erstmal reingepeert in dem Eimer voller Scheiße. Sorry, ich habe sie angespritzt mit Kot, aber es, ja, war keine Absicht. Malcolm Campbell. Mann, dass ich mir hier fast bei jedem vorstellen muss, ist er grauenhaft. Mein Name ist Malcolm Campbell. Wie heißt der nochmal gleich? Malcolm Campbell. Mann, schreib dir denn in die Ohren. How long? Mal gucken, wie lange war er denn in den Raum? Ah, nur 5 Tage. Geht ja noch.
sprechen wir erstmal mit dem Doktor hier ein bisschen. Wir sprechen hier mit dem Doktor doktorisch ein bisschen. Und dann klappt das Ganze auch schon. Und trotzdem noch keinen Weg hier rausgefunden, oder wie wir jetzt diesen Zombies entfliehen sozusagen. Wir lösen jetzt bloß drinnen in diesem Haus irgendwelche Aufgaben erstmal. Aber ob das... Ich bin mal gespannt nachher zum Schluss, ob uns das soweit wirklich weiterhilft. Lava, lava, lava. Was? I like das Fenchheim, dude. Ja, kam mir auch schon so Frankensteinartig vor, dieser Typ. Und ich glaube auch, der ist dafür verantwortlich. So. Das ist ja auch nicht schlecht. Jetzt sind wir ja gleich arschgeleckt. So. Unser Herr Professor arbeitet nämlich soweit an den Sprengstoff, an den Superfuel 2000. Thank you very much. Was habe ich denn bekommen jetzt? Girlfriend? Dana? So, er geht erstmal so weit schauen nach seiner Freundin und nach seinem Sohn. Falls die es noch geschafft haben. Und wir werden dann auch gleich mal weitergehen. So, die Karte habe ich soweit gefunden. Was soll denn das sein? Ja, Leichenhalle. The Mogoi. Ab in die Leichenhalle wollen wir dann mal joggen. Ist ja eigentlich noch was Schönes drin. Können wir mal gucken hier. Ne. Da können wir wohl nicht viele zurückgehen. Egal. Ja, das war's heute auch schon wieder mit Metal Dad und ich war euer Ben. Und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Gaming with Ben. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, gerne liken, Kanal abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst von Dead Metal. Vielleicht mal ein bisschen Geld hier mitnehmen. Und ja, und ich bin natürlich gespannt, was das nächste Mal passieren wird. Also, seid ihr hoffentlich natürlich auch gespannt. Und bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben. Tschüssikowski und bis denne.